Salve des Bettatores, willkommen bei Romans Garage. Ich bin Roman, wie ihr euch denken konntet, heute gibt es hier was zu essen. Es geht heute mal wieder um Wurst. Die hier. Kuljanka Grobwurst schlesischer Art, gepökelt, gegart, geräuchert zum Grillen und Braten. Von Firma Kuljanka, die habe ich bei Lidl gekauft. Ich meine, die Packung kostet 2,49 €. Sind 540 Gramm drin, 6 Würste, 90 Gramm. Nährwerte, die keinen Menschen interessieren. 100 Gramm Wurst haben 307 Kilokalorien. Besteht aus 84% Schweinefleisch. Ja, sind bis zum 7.3. haltbar. Ja, gut. Ich habe die letztes Jahr schon mal gekauft. Die schmeckten mir soweit ganz gut. Darum wollte ich einmal im Video zeigen. Leider gehören die bei Lidl nicht zum Dauersortiment. Das finde ich sehr schade. Das macht aber auch nichts. Da muss man sich auch ein bisschen bevorraten. Ich muss dir sagen, die schmeckt mir sehr gut, das erzähle ich schon mal. Ich wollte das Video einfach gar nicht mehr drehen, ach egal. Ich mache es trotzdem. Ich mache gleich noch ein bisschen Salat dazu. Ich habe es leider stürmisch draußen, das hätte ich immer gegrillt. Ich kenne die bislang nur aus der Pfanne, aber wenn Lidl die nochmal im Sommer hat, werde ich die auch wohl nochmal grillen. Finde ich nicht teuer. Ich finde Bratwürste sind in letzter Zeit unglaublich teuer geworden. Es gibt ja fast keine Bratwürste mehr unter dem Kilopreis von 8 Euro. Die meisten, viele Bratwürste kosten 10, 11 Euro. Das finde ich wirklich für so ein geschreddertes, billiges Schweinefleisch arschteuer. Ich habe neulich Tafelspitz gemacht, Kilopreis 12 Euro aufgerundet und etliche Bratwürste vom geschreddertem Schweinefleisch dann halt irgendwie 10, 11 Euro. Und das Verhältnis stimmt für mich einfach nicht und darum bin ich froh, wenn ich auch eine günstige Bratwurst zu essen bekomme. Wir fangen dann mal nach 2 Minuten Intro an zu kochen. Nein, ich zeige euch jetzt nochmal die Würste in der Detailaufnahme. Ja, wie gesagt, Grobwurst schlesischer Art, gepökelt, gegart, geräuchert zum Grillen oder Braten. Ich finde, die sehen auch ganz schön aus, ähnlich wie Krakauer. Wichtig ist vor dem Anbraten eben einpieksen. Es muss auch nicht so viel sein, weil sonst platzen die Würste trotzdem auf. Das sieht auch scheiße aus. So, ich habe den Ofen, oder den Herd heißt es ja fachlich korrekt, noch nicht angestellt, so wie sonst. Ich werde jetzt in die kalte Pfanne Pflanzencreme geben und werde auch in die kalte Pfanne die Bratwürste oder die Grobwurst geben. Ja, ich lasse die Bratwürste, die Grobwürste, ich würde sagen mal Bratwürste, mit dem Fett zusammen erhitzen bei Stufe 5 von 9. Soll aber dadurch hier jetzt ein bisschen Farbe bekommen, nicht unnötig aufplatzen. Oh, ausnahmsweise blendet die heute, ausnahmsweise scheint heute mal die Sonne, gerade natürlich dann, wenn ich im Filmen bin. Ja, egal. Ja, die Bratwürste soll halt nicht unnötig aufplatzen, sollen schön langsam gegart werden. Ja, und darum lasse ich die zusammen mit dem Fett erhitzen. So, wir machen jetzt Salat. Wir machen heute wieder meinen Lieblingssalat, bestehend aus einer Tüte Eissalatmischung. Ist ja nicht egal, welche Sorte man davon nimmt. Kann man wohl essen. Hier, Salatgurkengewürzsalz von Zimmermann. Ich werde euch so ein Salatgurkengewürzsalz in der Videobeschreibung verlinken, ebenso wie Olivenöl. Ich habe hier sogar ein natives Olivenöl extra Kalamata G.U. Das habe ich auch im Tafelspitzvideo verwendet. Wofür Kalamata sind die Olivensorte, wofür G.U. steht, habe ich wieder nicht nachgeguckt. Ja, Hirtenkäse, Schafskäse und halt Olivens. So, dieser Salat ist in der Zubereitung und ist sehr einfach, da es kein wirkliches Mischungsverhältnis gibt. Ihr hört im Hintergrund übrigens die Würste braten. Man nimmt einfach so einen Sack Salat, der ist schon fertig geschnitten, da braucht man sich keine Arbeit mehr machen. Und weil der halt besonders einfach in der Herstellung ist, ist er gut für Anfänger geeignet. Von dem Schafskäse braucht man nur eine Hälfte. Bei einer Tüte mit 150 Gramm Salat drin. Den Salat, den Schafskäse meine ich, muss ich im Kleinen bröseln. Man könnte natürlich auch richtigen Schafskäse nehmen. Ich nehme immer den Gummifilter, da günstiger. So, und ich gehe mir die Hände waschen. Wir geben jetzt erstmal Olivenwasser drüber, einen Schluck. Dann die Oliven. Das ist auch alles immer eine Beliebenssache. Ich mache das immer nach Gefühl. Ich habe den Salat noch nie nach Rezept geguckt. Gekocht meine ich, oder hergestellt. Liegt doch daran, dass es kein Rezept gibt, sondern einfach eine eigene Fantasie von mir ist. Ich beträufle das hier einmal leicht über die ganze Fläche mit diesem Salatgurkengewürzsalz.
Den guten Pfeffer habe ich vergessen vorzustellen. Auch in der Videobeschreibung zu finden, sowas. Nun kommt ein guter Schuss Olivenöl drauf. Man kann auch normales Öl nehmen. Ich mache das sonst mit normalem Öl oder Rapsöl, Sonnenblumenöl, keine Ahnung. Ja, das billige Haushaltsöl halt. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich habe jetzt hier mal zwei große Esslöffel, menge das durch. So, ich bin jetzt 7 Minuten auf dem Ofen, auf dem Herd. Ich habe die schon mal gewendet, wie ihr sehen könnt. Jetzt drehe ich es nochmal mit euch zusammen durch. Kriege schon leicht Farbe, sieht schon mal sehr gut aus. So sieht der Salat aus, nachdem ich ihn 2 Minuten lang durchgerührt habe. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Nur die eure Schüssel ist das nicht. Also ich finde den gut aus. Ich bin ein bisschen aufgeplatzt, weil ich nur eine Seite eingetroffen habe, aber ist wohl in Ordnung. So eine tue ich mir jetzt auf den Teller. Ja, hier seht ihr mein Mittagsmahl, liebe Freunde. Wurst, Toastbrot, Salat. Salat, wie ihr seht, Toastbrot einfach aus der Packung genommen. Könnte man toasten, aber so geht's halt auch. So, machen wir uns mal ins Essen. Hier ist die Wurst. So, nun seht ihr die Wurst auch. Sieht gut aus, schön braun. Schöne Optik, sieht gut aus, gefällt mir. Ich finde, ich esse die erstmal ohne Toastbrot. Schmeckt wirklich sehr gut. Angenehm salzig, aber dennoch anders wie eine Krakauer. Natürlich alles andere als gesund oder vegan oder nachhaltig oder sowas, aber ist egal, das ist billig, man kann es gut essen. Ich probiere das mal mit Toastbrot. Als Toastbrot neutralisiert das Salz ein bisschen, auch diesen fettigen. Die Wurst ist, glaube ich, sehr fettig oder ganz sicher sehr fettig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den Fett angebraten habe. Aber mit Toastbrot schmeckt es, finde ich, besser als ohne. Senf braucht man da meiner Meinung nach nicht zu und Ketchup sowieso nicht. Nun probieren wir noch irgendeinen Salat. Habe ich auch erst 4 Mal oder so im Video gemacht. Kann man auch wunderbar essen. Was soll ich da sonst zu sagen? Schmeckt halt wie Salat in Öl und Gewürz. So, dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Instagram und Twitter, so wie hier eingeblendet. @RomansGarageYT, seht ihr auch im Videoende wahrscheinlich. Guckt in der Videobeschreibung, da sind die Produkte von heute verlinkt. Oder ähnliche Produkte. Dadurch unterstützt ihr mich ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.